Ja, hallo Handwerker, mal wieder ein kurzes Video. Ihr habt bestimmt schon gehabt oder habt es im Moment, dass ihr einen Boden habt, wo ihr einen Teppich hochgenommen habt und da sind jetzt Reste vom Teppichkleber oder sonstiges oder wenn ihr Fliesen hochgenommen habt, abgenommen habt und habt dann Kleber unter dem oder auf dem Boden. Ja, dann ist man natürlich schon mal überlegen, wie kriege ich das weg? Und ja, es gibt eine einfache Methode. Was heißt einfach, ist natürlich auch mit Arbeit verbunden, aber ist nicht so teuer. Kann man eigentlich gut verkaufen bzw. kaufen. Und ich zeige euch das mal. Also das soll auch mal wieder keine Werbung sein. Ich zeige euch nur, wie es am besten geht und wie es dann auch kostengünstig ist. Das ist eine Betonfräse, nennt sich das Teil, eine Fräse halt, sieht aus wie eine Flex, Namen werde ich nicht ganz verdecken können, aber ich will auch keine Werbung machen für das Gerät, sondern euch halt zeigen, wie es am einfachsten ist. Es sieht aus wie eine Flex, hat halt hier, ich zeige es mal vom Nahen, hier so eine Fräse dran und hier so Borsten, qualmt, hier so Borsten. Und damit geht man über den Boden und kriegt alles super ab. Also ist total einfach, kann auch eine Frau machen, wollte halt damit sagen, dass es nicht schwer ist. Ja, ich würde euch sagen, am Boden zeige ich euch mal einfach, wie es funktioniert. Ich gehe erstmal nah dran, dann seht ihr auch, was ich da weghole. Seht ihr, hier sind alles so Fasern auf dem Boden und das ist vom geklebten Teppich, da ist alles mit drauf, da ist Kleber mit drauf und dann alles so Fasern und die kriegt man so absolut nicht runter, gut, das ist ein Vorführeffekt, die kriegt man so nicht runter, die sind wirklich mit am Estrich fest und ich zeige euch jetzt mit dieser Maschine, wie das gut geht. Dazu gesagt, die Maschine kostet um die 180 Euro. Wenn ihr da bei einem bestimmten Händler guckt, kriegt man auch zwei Ersatzblätter dabei. Also ist schon eine tolle Sache. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach. Ich ziehe eine Schutzbrille an, weil Sicherheit geht wirklich vor. Da soll man nicht mit Spaßen im Augenlicht und was in die Ohren ist auch nicht schlecht. Ich versuche irgendwie jetzt die Kamera was runterzufahren, dass das auch richtig auf den Boden geht. So, dann seht ihr das auch. Ein Sauger muss natürlich mit dran. Ein hochwertiger Sauger. Dass der dann auch, hier wird einfach reingesteckt, dass dann alles abgesaugt wird. So, jetzt macht man ein bisschen leiser. Ich versuche es beim Ton rauszuholen. Ich weiß nicht, ob es gut klappt. Also guckt mal zu. Absolut nicht gedrückt. Jetzt drücke ich mal und dann seht ihr, dass ich direkt auf dem Estrich bin. Also so viel bringt dieses Ding. Das könnt ihr auch für Wände nehmen, wenn alter Putz drauf ist oder Kleber drauf ist oder egal für was. Wenn ihr irgendwas runterholen müsst von irgendeinem Belag, dann könnt ihr das damit super machen. Jetzt fräse ich noch einmal kurz, damit ihr seht, wie schnell ich auf dem Estrich bin. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr irgendwo einen Boden ausgleichen müsst und habt einen Hubbel nach oben. Dann könnt ihr den mit der Maschine auch runterfräsen.
Wenn ihr natürlich einen Boden, einen Puckel nach unten habt, also eine Senke, dann müsst ihr das auffüllen, entweder mit Kleber oder mit Ausgleichsmasse. Das funktioniert alles gut. Ja, das war eigentlich das kurze Video, wie ihr so einen mistigen Belag wieder sauber kriegt. Und vielleicht hilft euch das was. Wie gesagt, Betonfräse nennt sich das Ding, wenn ihr das so eingibt im Internet. Oder ich kann es auch verlinken unter dem Video. Dann könnt ihr darauf direkt zugreifen. Und wie schon auf meinem anderen Kanal in den Videos habe ich ja auch schon gesagt, also wenn ihr euch so ein Werkzeug kauft, 180, 190 Euro, wenn ihr fertig seid, ist ein Rechenexempel, was es kostet, sich den Boden machen zu lassen. Oder ob ihr einmal die Maschine kauft und wenn ihr fertig seid, verkauft ihr sie wieder. Ihr habt kaum Verlust beim Verkaufen. Von daher ist gar keine Frage. Gut, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video und würde ich sagen, bis zum nächsten dann. Danke und tschüss.